Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft View Edition, meine Welt. Guckt euch mal den Kommentar an. Kanida! Ich hab keine Ahnung, was das heißt. Japanisch ist es auf keinen Fall. Denn ich kann Japanisch. Zwar nicht die Schriftzeichen, aber die Aussprache. Komplett. Gelernt von Hatsan Miku Lidon. Ja. So, wir machen weiter mit der Lava-Welt. Im letzten Part musste ich ja den Part so abrupt beenden, weil meine Eltern reinkamen. Ja. Alt. 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 Genau. So, wir waren angekommen bei diesem Wassertal. Ich muss erstmal Lautstärke bei mir runterdrehen, denn Minecraft Wii U Edition ist das lauteste Spiel für die Wii U. Sogar lauter als das Cosmophony, was wir mal im letzten Test hatten. Das war ja auch schon ganz schön laut. So. Wir gucken mal, was hier jetzt los ist. So, yep, hier waren wir. Wir treiben gerade weg. Wir haben die zweite Truhe gefunden, können sie aber nicht öffnen. Warum nicht? Ah, danke. Trank des Feuerwiderstands. Mit? Bin ich dagegen feuerimmun? Der Skelettschädel. Damit kann man Wiver machen. Sattel. Ich will kein Schweinereiter sein. Gebratenes Hühnchen. Oh, mach mir Hunger. Den Sattel. Ah. Okay, fast nur nützlich ist eigentlich. Ey. Boah, das sieht jetzt episch aus. Selfie. Selfie Time! Oh. So. Was ist hier drin? Gasttrainer und eine Karte. Nur Schutt. Geil. Das war eine völlig sinnlose Truhe. Wir haben alle Truhen. Feuerwiderstand. Warte, können wir jetzt in das gegenüberliegende Lava etwas da rein oder nicht? Mit diesem Feuerwiderstand wie... Klärt mich mal auf, was dieser Trank des Feuerwiderstandes macht. Denn ich bin da echt gerade ein bisschen stich auf der Leitung. So, wo war denn jetzt der Weg? Also schreibt ruhig mal in die Kommentare, was dieser Trank macht. Denn ich weiß es nicht mehr. Pff, ich hab's vergessen. Ich glaube aber, damit kann man in Lava, oder? Lieg ich da richtig? War richtig falsch. Und ich komme nicht mehr raus. Geil. Wie wär's, wenn wir uns rausbuxieren lassen? Ja, das ist ganz gut. Yay! Jetzt müssen wir nur noch von draußen das finden. Wir haben ja gesehen, da gab es noch so eine Höhle. Bei diesem Wassertal. Wieso? Hä? Hops, danke schön. Boah, episch. Richtig episch. Richtig nice. Ist das die Höhle? Nö, das ist keine Höhle, du. ich suche eine Höhle, in der man grölen kann. Du bist eine Kuh. In dir kann man bestimmt nicht grölen, oder? Oder kann man in Kühen grölen? Wisst ihr da was? Nicht, dass ich wüsste. Ein bisschen lauter machen bei mir. Okay. Okay. Wir fließen die beiden zusammen irgendwie. Nice. Eigentlich ist
der Weg doch ganz einfach. Oder liege ich da komplett falsch? Dass wir hier einfach nur drumherum müssen. Stehen hier noch ein paar Bäume im Weg? Natürlich. Warum nicht? Können auch wirklich nichts abbauen im Abenteuermodus. Das ist so geil. Ja, da steht die Kuh, die das schon symbolisiert, die da einfach mal rumchillt. So, da ist der Weg. Wir haben die drei Schatzkisten gefunden, also müssen wir nicht nochmal in das Wassertal. Jetzt können wir uns mal die Höhle da angucken. Wo waren die? Ach, da unten. So, was ist denn das erstmal? Höhle der Vergessenheit. Episch. Es ist dunkel. Oi. Oi. Sieht richtig interessant aus. Nice. Was? Wo fängt denn das an? Ich muss das auf jeden Fall im Gamepad jetzt mal lesen. Es. Wo fängt denn das an? Ach da. Eine Legende besagt, dass es einen River gibt. Ah, das ist jetzt die Story. Aufgepasst. Der in einem Siegel ist. Ein River, der in einem Siegel ist. Aber es heißt, dass es einen versteckten Tempel gibt. Dort drin ist ein großes Wesen, das alles vernichten will. Okay. Allerdings ist der Tempel verschlossen. Man braucht... Mehr steht in den Legenden leider nicht. Was? Die Musik passt doch gerade richtig episch dazu. Steht hier. Es gibt noch mehr solcher Legendenkammern. Insgesamt 10. Nein, daran kann ich mich erinnern. Das sind 4. Ich wollte erst 10 machen, aber es ging nur 4. Weil so viel ist mir dann doch nie eingefallen. So. Diese hier ist die erste Kammer. Finde alle Kammern. Okay. Was steht hier? Um herauszufinden, wie du in den Tempel kommst. Was steht hier? Und somit alle rettest. Diese Legende beruht auf einer wahren Geschichte. Was? Einer wahren Geschichte. Okay. Also wir müssen alle Kammern finden, um in den Tempel reinkommen zu können. Um zu wissen, wie wir da reinkommen. Okay. Was gibt's hier? Oh mein Gott, ein Spinnenauge. Das braucht irgendwie keiner. Wir haben immer noch unseren Bogen. Wann kriegen wir eine andere Waffe? So, raus hier, raus hier. So. Aha, also müssen wir die Kammern finden. Nice. Wollen wir es wagen, Leute? Wir haben ja das eine Mal da so eine seltsame Höhle der Verwirrung gesehen. Da könnte sich vielleicht so eine Kammer auch verstecken. Ich weiß es auch nicht. Du, ich weiß nicht. Oder wollen wir uns dieses Lava-Gedöns da mal angucken? Das wäre wohl ganz interessant. Wie kommt man denn da rein? Kann man da überhaupt rein? Wenn die Bäume nicht im Weg stehen, dann ja. Also da steht auf jeden Fall ein Huhn. Das ist ja interessant. Kann man irgendwie hoch, aber wie? Wie? Das ist die Frage. Da ist es. Ich habe schon gedacht, ich muss mich in die Lava stürzen, aber nee, anscheinend nicht. So, trotzdem ungesund Lava zu berühren, ey. Das wäre jetzt nicht so vorteilhaft. Boah, ich gehe nicht an die Lava. Vergiss es.
Was? Findest du die eine versteckte Truhe? Lavatal. Hier soll eine Truhe sein? Was? Hier ist alles. Nö. Nö. Was machst denn du hier? Die steht da einfach mal. Wieso verbrennt die nicht? Weil die da drauf steht. Boah, hat die ein Glück. Was ist das? Sieht verdächtig aus, aber ich kann da doch nicht hin. Ich werde sterben. Moment. Moment. Trank des wieder. Das Feuerwiderstandes. Wollen wir es ausprobieren? Erstmal wollen wir was essen, oder? Wie konnte ich was essen? Wie gar nicht. Ich kann das nicht essen, weil meine Essensanzeige voll ist. Okay. Trinken. Was macht denn der? Wenn ich das wüsste. So. Hey, ich kann wirklich nicht brennen. Soweit ich weiß, war das ganz böse. Nämlich hier drinnen. In dieser Lavasäule. Da war eine Schatzkiste. Ich verrückt. Das Trank wird doch nicht ewig halten, oder? Also braucht ihr es mir doch nicht in die Kommentare zu schreiben. Was der macht. Ach gut. Ist jetzt rein gar nichts. Ist das eine Truhe? Nein. Puh. Eine Truhe. Mitten in einer Lavasäule. Ich werde wahnsinnig, Leute. Ich verstecke eine Truhe in einer Lavasäule. Was ist los? Truhe in der Lavasäule versteckt. Ich glaube, es geht los. Ich brenne. Aber ich habe den Trank noch. Wie lange noch? Ach, das geht ja. Wie lange man den hat, ey. Ganz akzeptabel. Aber wo ist diese verdammte Truhe? Die kann nicht so weit weg sein. Muss ja irgendwo hier auf dem Boden stehen. Auf irgendeinem Boden steht diese verdammte Truhe. Würde ich mich denn als Truhe verstecken? Auf jeden Fall nicht. What the fuck? Ruhe. Leute, wenn wir die nicht finden, ist es egal. Denn soweit ich weiß, war da jetzt nicht so Wichtiges drin für Story. Ich weiß nur nicht so richtig, was da drin ist, aber ich glaube nicht, dass es wichtig war. Ich glaube, das waren nur ein paar Goodies, wie ein Steak oder so. Oder war da ein Schwert drin? Ich weiß gerade gar nicht. Vielleicht finden wir sie. Noch. Nö. Verdammt. Wir brennen auf jeden Fall wie sonst was. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wo die ist, ey. Na, nehme mal eine Vermutung. Wo sie sein könnte, die könnte doch überall in dieser Lava sein, ey. Nice Idee auf jeden Fall von mir. Aber böse. Ich würde mal sagen, das ist jetzt mal gar nicht so weit entfernt, oder? Was würdet ihr sagen? Ich glaube hier drin irgendwo. Das wäre. Schlauer Stabell. Ich hab die irgendwo hier versteckt.
Frage ist. Also ich sehe mal sowas von gar nichts. Ich hätte mal wenigstens Fackeln in Lava platzieren können. Aber die werden ja schmolzen, okay. Ich finde die nicht, Leute. Ich finde meine eigene Truhe nicht. Das ist schlimm. Gut. Dann reicht denn der Trank noch? Hm, 300 Sekunden. Das schaffen wir. Ich war hier. Hier war die. Hier und dann hier. Yep. Ich glaube. Nee. Nee. Da ist sie! Oh Gott. Ein Zauberbuch. Ein verdammter goldener Apfel verzaubert. Und ein Haufen Smaragde. Guckt euch das an. Alter. Böse? Wann höre ich eigentlich wieder auf zu brennen, also gefragt. Hm, wann höre ich denn auf zu brennen? Auf! Hilfe! Was muss ich tun? Hilfe, ich brenne! Und stecke andere damit an. Ins Wasser. Ins Wasser mit dir. Ich hab das eine Schaf verbrannt. Dafür konnte ich jetzt nichts. Tut mir leid, Schaf. Gut. Wir haben jetzt ein Zauberbuch. Was machen wir damit, ist die Frage. Wo als nächstes? Was macht denn der Wolf da? Böse. Böser Wolf. Hey. Danke. Ich hab mich verlaufen, glaube ich. Nee. Hä? Eis? What? Yumi, what? Wo wollen wir hin? Dann gehen wir mal hier lang. Denn da hinten sehe ich auch wieder etwas. Wenn man sprintet, dann macht das die Hungeranzeige schneller leer. Ich weiß, aber ich will jetzt nicht 3000 Jahre hier laufen. Da ist was. Was ist das? Ist das ein Vulkan? Tatsächlich. Ein Vulkan. Guckt euch das an. Das ist ein Vulkan. Das ist ein eiskalter Vulkan. Der nichts bringt. Oder? Wie lange? 30 Sekunden. Du brennst, Junge, du brennst. Da war doch Wasser, oder? Boah, jetzt aber schnell. Komm schon. Nein, mach das Wasser nicht weg. Dankeschön. Noch 7 Sekunden hat's gereicht. Okay. Da hinten beim Sumpf sehe ich wieder irgendwas. Irgendwas Geiles. Hat uns das jetzt schon zu interessieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, da brauchen wir Diamantschwert. Wir brauchen mal endlich ein verdammtes Schwert. Und nicht unseren läppischen Bogen. Na gut. Wir haben heute schon viel geschafft in dem Part.
das Wasserteil durchquert und das Lava-Teil durchquert. Also das war wirklich ein bisschen Hilfe. Oh Mann, was kommt denn da noch? Und jetzt wirkt der Trank nicht mehr. Wir sind Lavasee. Verdammt, was soll ich tun? Ihm folgen? Geil. Er führt nach da hinten zu diesem großen Etwas. Mhm. Das scheint so ein großer Vulkan zu sein. Und hier aber. Was? Und hier ist voll dieses Gegenteil. Hier ist voll Wasser. Das ist ja nice. Nice. Chillt ein Schwein. Geil. Das ist nicht allein. Ein böses Versteck war das auf jeden Fall im Lavateil. Wow. Oh Mann. Das ist so eine Treppe. Da kommt irgendwie Lava aus einem seltsamen Eingang. Aus einer seltsamen Eingang. Oh, gutes Deutsch. Ach, Mann. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, wo müssen wir da hin? Da hinten ist wieder das Wassertal. Toll. Nee. Hä? Das ist was ganz anderes. Was ist das? Wir haben irgendwas gefunden. Das sieht seltsam aus. Was ist das? Da oben steht auch irgendwas. Wenn ich da hochkäme, wäre das schön. Irgendwie nicht. Sieht aus wie so eine zerfallene Ruine. Soll es bestimmt auch sein. Ach, das war das. Das hat der Maxim Kai gebaut. Habe ich einfach geschrieben, Base von Maxim Kai. Der ist nicht verdammt. Oh nö! Was? Jetzt bin ich in dieser Base, wie er es nennt, drinne und komme nicht mehr raus. Wie hat er denn das konstruiert? Es ist ja eine interessant. Das. Hä? Hä? Wo ist der Ausgang? Hat er hier irgendeinen Schatz drin versteckt? Ich werde wahnsinnig. Ich werde sterben. Nein! Mein Ein und Alles! Toll. Jetzt bin ich weit davon entfernt. Ja. Leute, erinnert mich dran, im nächsten Part werden wir die Option noch ein bisschen ändern, dass man seine Sachen halt wieder kriegt, wenn man stirbt, dass man die nicht verliert. Denn dafür kann ich jetzt nichts. Das waren jetzt zwar keine wichtigen Sachen, aber okay. Aber im späteren Verlauf sollte uns das nicht mehr passieren. Nice, es schneit einfach mal. Eigentlich müsste die Lava jetzt weggehen. Also jedenfalls gefrieren. Aber das tut sie nicht. Jetzt kann ich da nicht lang, weil ein Baum im Weg steht. Oh, typischer Fall von Baum im Weg. Was ist das? Ich würde schon gerne wissen, was das ist, aber dafür muss ich auch erstmal wissen, wie ich da hochkomme. Da ist auf jeden Fall etwas. Was ist denn das? Ich glaube, da komme ich da hoch, oder? Komme ich da hoch? Und was? Eine Lavahöhle. Ist klar. Eine Höhle, die mit Lava zugeschüttet ist. Da gehe ich auf keinen Fall rein. Jetzt regnet es auch noch. Und da schneit's.
Okay. Jetzt tut's beides. Jetzt nicht mehr. Crazy. Aber okay. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Also irgendein Schild. Wow. Ich bin genau auf der falschen Seite hochgekraxelt. Nein. Komme ich jetzt zur anderen Seite? Gar nicht. So ziemlich. Toll. Solange ich nicht sterbe, ist alles gut. Ich werde auch sterben. Das ist gerade mein Problem. Nein, ich sterbe nicht. Okay, wir kommen wieder hoch. Wir müssen von der anderen Seite dort hoch. Wenn wir überhaupt dort hoch wollen. Ich weiß ja nicht, was wir dort wollen. Gar nichts? Vielleicht wollen wir einfach gar nichts? Was ist das? Was ist das? Da komm ich nicht hoch. So nicht. Müssen wir halt mit Wasser hoch. Was ist das genau? Mann. Hey. Wow. Was ist das? Ich kann es nicht entziffern. Da steht was. Was ist das? Wasservulkan von Lavawelt. Okay. Der hat uns aber noch nicht zu interessieren, weil das ist, soweit ich weiß, Ende und da braucht man alle Kammern. Also müssen wir uns das irgendwie merken. Mit dem Wasservulkan war nämlich irgendwas. Irgendwas war da. Toll. Wie komme ich denn da drüber? Auf jeden Fall nicht so, wie ich es gerade machen will. Das geht nicht. Bleibt der. Oh nein. Was läuft doch in die Lava? Genau. Oh, oh. Hat versucht, in Lava zu schwimmen. Kannst du ja mal probieren. Meine. Der Spawnpunkt ist aber offiziell hier irgendwie. Neben dem Lavatal und Wassertal. Okay. Also von hier aus kann man ja überall hin anscheinend, heißt das. Da hinten bei dem Vulkan haben wir eh noch nichts verloren. So viel weiß ich. Ja. Wenn wir jetzt noch den Trank hätten, den Trank des Feuerwiderstandes, dann hätte man in den Vulkankrater von diesen großen Lava-Vulkanen springen können. Das heißt nämlich Hauptvulkan von Lavawelt. Und da drinnen in diesem Krater gibt es noch ein paar Goodies, an die man aber nur rankommt, wenn man Feuerwiderstand-Trank noch hat. Braucht man aber noch 200 Sekunden lang. Weil da drinnen so ein bisschen Verwirrung auch ist. So. Gut, ich würde sagen, auf zur Höhle der Verwirrung. Oder gibt's andere Meinungen? Yep, gibt es. Wir haben keinen Bogen. Wir haben nichts. Wir sind voll am Arsch. Und gehen einfach mal in eine Höhle. Soll's geben. Da hinten beim Sumpf. Da haben wir auf jeden Fall noch nichts verloren. Da ist irgendwas. Ich hoffe mal, dass ich die Kammern jetzt auch im Rhythmus finde. Was heißt im Rhythmus? Da richtig in Reihenfolge finde. Also 1, 2, 3 und 4 und nicht 1, 3, 4, 2. Das wäre nämlich nicht so praktisch. Ups. Das wäre nämlich gar nicht mal so praktisch.
Hier war der Eingang, sag ich jetzt mal. Ja, da muss man wieder hin. Kann man sich immer gut dran halten. Allerdings erst im nächsten Part. Freunde, wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Nicht vergessen, im nächsten Part werden wir weitermachen. Da werden wir diese Höhle der Verwirrung dann angehen. Ohne jegliche Waffen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Enderman. Geil. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin.